Hallo zusammen, ich habe hier einen kleinen Fiat von der Auto AG und wir haben den zum Kühlfahrzeug umfunktioniert. Wir sehen das Auto jetzt hier von hinten. Wir haben Türen links, rechts und hier drin sitzt ein Transcooler 820. Kostet 4.500, das ist der Preis inklusive Mehrwertsteuer. Und vom Volumen her können wir hier 7 solcher Kisten reinbringen. Wir kriegen nicht 8 rein, weil ich hier nicht einfahren kann. Es gibt hier 3 Versionen. Das eine ist ein normaler Kühler, das zweite ist ein Tiefkühler und das dritte ist ein Meditransport mit Heizfunktion, dass er im Winter auch heizen kann. Auf der Seitentüre haben wir noch Platz für eine Batterie und hinten unten, das ist eine Ausnahme, normalerweise hängt oben das Aggregat dran, aber hier mit dieser Trennwand ist das nicht möglich. Hier sitzt das Aggregat unten, das ist eine Sonderausführung. Also ihr könnt nicht den Standard bestellen, ihr müsst den für den kleinen Fiat bestellen. Es gibt die Fahrzeuge auch von anderen Herstellern. Und das Thema in Zukunft ist ja auch Elektrifizierung von den Fahrzeugen. Kriege ich hier genügend Strom aus dem Fahrzeug raus? Und hier ist das Thema, dass wir in Zukunft eine eigene Batterie haben und so 10 Stunden jetzt mit dieser Batterie können wir rund 5 Stunden den Kühler betreiben und dann müssen wir wieder 8 Stunden laden, dass wir wieder weiterfahren können. Das ist hier einfach eine Standardbatterie, ist noch nicht angeschlossen. Und das wäre ja auch die Lösung für die Elektroversion von diesen Fahrzeugen. Ich wünsche euch, nachdem ihr hier 2 andere Videos verlinkt, einen schönen Tag.